Wieder frisch aus Afrika mit Fishing Planet. Jo, ich habe jetzt hier an dem Spot endlich den ersten Einzigartigen gefangen. 9.10 Uhr. Und zwar einen Einzigartigen Riesen-Nilhecht. Jo, wenig gedacht. Erwartet habe ich alles andere, nur den nicht. Merkwürdig manchmal. Gucken wir gleich mal, ob der auch in allen Größen jetzt abgehakt ist. Diesen Nilhecht, ja, alle drei Größen abgehakt. Sehr schön. Ja, den hätte ich jetzt gerne noch und den hier an diesem Spot. Langflossenstarre wäre jetzt einzigartig, ja. Könnte passieren, dass der hier auch beißt. Giraffenwels eventuell auch noch. Der gebänderte Tilapia eher nicht. Er auch eher nicht. Bulldogfisch auch eher nicht. Der auch. Ja, der könnte vielleicht noch hier beißen. Aber wo ist denn der andere Tilapia, der Nil-Tilapia, genau der. Und der hier auch eher nicht hier an diesem Spot. So, was ist die Beißkurve? Ja. Hätte ich gedacht, dass da noch ein einzigartiger beißt bei der Beißkurve. Also machen wir jetzt hier nochmal bis 11 Uhr weiter, vielleicht beißt ja der eine oder andere noch. Beißt der einzigartige Riesen-Nilhecht auf dem 3-0er Haken mit kleiner Ritze. Hätte ihn eher erwartet auf große Ritze oder Scheiner und 4-0er, 5-0er, eventuell sogar 6-0er Haken. Und nicht auf dem 3-0er mit einer kleinen Ritze oder so. So merkwürdig hier. Aber ich will mich nicht beschweren, ne? Ich kann froh sein, dass ich überhaupt mal einen einzigartigen Fang hier. Egal wie, wann und wo. Und der nächste, ja, dieselbe Route. Oh, könnte nochmal ein Trophy sein. So, riesen Nilhecht Trophy nochmal.
Endlich mal wieder was auf der Grundroute. Lange dachte, er will gar nichts mehr beißen. Oh, wieder ein blöder Stachelwels. Oh, die werden immer kleiner, 1,9 nur noch, sonst waren die immer über 2. So, sind wir schon wieder bei 122 Kilo. Von 5 bis 9.30 Uhr. Also 4,5 Ingame-Stunden. Auf Kleinkram. Und natürlich auch hier auf Pose. Wenn nur eine andere größere gebissen hat. Normal Trophy und einzigartige Nilhechte. Ja, jetzt wieder alle gleichzeitig, ne? Ja, kennen wir ja. Soll es doch anders sein. Und 2 Giraffenwälse. Ohne lange Hälse. Und die Giraffenwälse heißen, die haben gar keinen langen Hals. Elefantenfisch kann ich ja verstehen, dass der Elefantenfisch heißt mit seinem langen Rüssel als Maul. Ja, wieder beide gleichzeitig. Ich nehme mich zuerst. Ding. Nächste Nilhecht. Ich bringe wenigstens ein bisschen Gewicht in den Kescher. Und? Oh, Nil-Talapia. Der erste seiner Art hier. Irgendwas ganz Kleines. Gebändert hat halt. Tilapia in Trophy-Größe.
Irgendwas von diesem Kleinkram muss da endlich mal in einzigartig beißen. Das kann auch schon langsam nicht mehr angehen, irgendwie. Nur normal und Tropi. Wieder was ganz Kleines. Ja, Babystachelwels, ne? Um 2,2, also. Er fühlte sich nicht so an. Fühlte sich an wie 1,5, 1,7. Und nochmal einer in Tropi, 4,8. Und wieder ein riesen Nilhecht. Diesmal nur normal. Ein Tropi, kein einzigartig. Es geht aber rund hier. Endlich ein blauer Labio. Purpur Labio, besser gesagt. Aber für mich sind die blau, nicht purpur. So weich. Jetzt kleinen dummen Fische. Einzige, wo Verlass drauf ist, ist hier auf die Nilhechte.
So, kommt, reicht. Kescher soll voll werden, obwohl wird er niemals werden hier. 700 Kilo Kescher. Ich meine hier nicht mit Kleinkram voll. Jetzt haben wir die Nacht auch noch mit durchangelt. Müsste man schon auf große Fische gehen, auf Welse, Nilbarsch und Tigersalmler. Und Goliath-Tigersalmler. Sonst kriegt man die Kescher nicht voll. Hier Raffenwelt in Troppi. So, wo bleibt der nächste Nilhecht? Ist doch die Beißkurve. Jo, ist fast auf der Spitze. Also von 11 können wir dann mal vorspulen auf 13 Uhr. Na komm, beiß. Auf der Pose. Die Matchroute. Da ist irgendwas an. Keine Irre zu jagen. Siehst du, hab ich doch richtig gesehen. Dass sich da was tut. Oh, so ein ganz kleiner. 4 Kilo nur. Oh, wie süß. Nuckelig. Den würde ich mit in die Badewanne nehmen. Und nur wenn er aus Plastik ist, oder zum Aufpusten. Wie die Quietscheente. Die ist nicht zum Aufpusten. Ist er zum Rauspusten. Die tut ja rauspusten, wenn sie quietscht. Na, was ist hier mit der Grundroute passiert? Wieso ist sie da nach rechts weggewandert? Hab ich gar nicht mitbekommen. So aber nicht hier, ne? Könnte ja jeder kommen. Oh, 3 Tage bin ich denn jetzt schon wieder hier. Das heißt, wenn dieser Tag vorbei ist, abreisen, alles reparieren, Köder neu kaufen und wieder herreisen. Weil er ein einzigartige, die nicht beißen wollen, fangen.
Ne? Doch nicht, ne? Weil ich die Maus in die Hand nehme, hört das Piepen sofort auf. Das ist gerade wie eine Pflaute hier, oder was? Das ist auch die Nilbarsch da, die Nilhecht, da ist Palast drauf. Kommt immer wieder mal einer. Bis. Die Rappe oder Stachel? Ein Kongo-Gelbfisch. Wo kommst du denn gewesen so spät in der Früh? Ich habe hier noch nie gefangen. Da mal was Neues. Bei Stachelwelse. Oh, dann müsste auch gleich der nächste Nilhecht kommen, ne? Ja, da ist schon wieder was dran an einer kleinen Elritze. Da tut sich wieder was. Da kommt ja gleich der nächste Nilhecht, wenn er dann beißt. Jo, er beißt.
So, komm Leute. Ein Fisch noch jetzt fürs Video. Das Ende des Videos. Nicht einschlafen jetzt hier. Na komm, beiß, 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 beiß. Jo, der hat gebissen. Sehr schön. Haben wir nochmal zum Abschluss nochmal einen kleinen Zerrewels oder so. Ja, Zerrewels. Ich hab's doch geahnt. Okay, Leute, das war's denn. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.